So, Teil 2. Wo war das Schloss? Das wird wahrscheinlich da sein. Nehmen Sie nicht den direkten Weg zum Hauptquartier, nutzen Sie die Macht der Magie. Ich habe ein ganz blödes Gefühl dabei. Auf jeden Fall kriegen wir schon mal einen Siedler. Leider keine Pios. Ja, okay, wir kriegen nochmal direkt mehrere Imker. Wie viele Sägewerke habe ich? Wir haben 2 Jäger direkt zum Start und 4 Sägewerke. Ja, dann nutzen wir das doch mal. So, wo wollen wir verteidigen? Definitiv nicht bei den kleinen Türmen. So, wir haben jetzt 3 Gegner. Einmal ein Forsthaus. Noch ein Säg und noch ein Holzfäller. So, und wir brauchen auf jeden Fall ein paar Wanderholzfäller. Wanderholzfäller, nicht Wandersteinmetze. Wow, es sind mal keine Metze. Doch. Aber hier sind keine Metzeminen. Also irgendwie. Ja. Kann man eigentlich ein Skript machen, dass Sklaven Mana geben, wenn sie in den Tempel gehen? Du kannst Mana geben, wenn du mehr. Also wenn du sie bekommst. Aber nicht, wenn die Sklaven in den Tempel gehen. Das kriegst du timing-technisch. Jedenfalls wüsste ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht wie. Ich habe auch festgestellt, dass es in Dark Mirror, glaube ich, nicht ganz sauber gelöst ist. Es kann, glaube ich, Konstellationen geben, wo du halt irgendwie auf einmal so einen Riesenboost an Mana kriegst dadurch. Und wie viele Hauptmänner habe ich einfach? 29. Lass mich raten, mein Gegner ist ein Römer und der konvertiert die mir gleich alle. Wäre viel zu einfach, wenn die Berge voll wären. Ja, also wirklich. So ist es das Dark Souls unter den Siedlerkarten. Hi Nepo, willkommen zum Stream. Das Gefühl, 1000 Hauptmänner, macht mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen, wenn die gleich wegkonvertiert werden, falls wir hier einen Römer haben. Trojaner, grün und gelb Römer. Heißt die Karte nicht Bruderkampf? Das impliziert ja eigentlich ein Mirror-Match. Mission 6 in der Kampagne, weil meine Berge einfach nichts hergeben. Auf Mission 6 musst du ja auch Mana spielen. Deshalb profitiert diese Karte ja auch so von Ubo, weil in Vanilla, wenn da von dir erwartet wird, mit Mana zu spielen, dann sagt die Karte dir im Prinzip ja schon, ja, fick dich.
Aber so funktioniert Dark Sex halt hervorragend als die Karte, die halt dem Spieler zeigen soll, ey, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, jetzt wäre der Punkt, sich mit Magie zu beschäftigen. Und wie man damit halt bestimmte Situationen dann löst. Cutecat, willkommen zum Stream. Hat sich damit beruhigt, dass Hauptmänner schlecht sind. In der Masse, und wenn der Gegner sie for free kriegt, ist das halt trotzdem uncool. Sag mir bitte nicht, dass ich hier... Kacke, sag mir bitte, dass ich nicht da meine... mein Wasser herziehen soll. Oh, guck mal, was hier noch liegt. Mensch. Hauptmänner-Only-Challenge. Wo du nur Hauptmänner ausbilden darfst und alle Türme... Oh, das klingt fies. Vor allem, das geht halt auch nur auf Karten, wo du Gold hast. Und dann musst du wirklich ja alle Türme entweder mit Thor's Hammer zerstören oder mit, generell mit Kriegsmaschinen. Das wäre eigentlich mal cool für... Das wäre tatsächlich irgendwann mal cool für eine Challenge, ja. Aber da spielst du halt richtig hart mit Handicap dann. Und du kannst ja auch keine Türme... Also, aber Startsoldaten darf man doch hoffentlich behalten. Du kannst ja auch keine Türme... Du kannst auch keine Türme besetzen, ne? Also, Level 1 Schwertis bräuchtest du schon noch. Habe ich gerade gesehen, dass du nur 5 Träger eingestellt hast? Ja, weil diese Einstellung hier ist komplett useless. Das ändert nur, dass die nicht... dass die keinen anderen Job annehmen. Aber das brauchst du nicht, weil sie keinen anderen Job annehmen können, solange sie arbeiten. Gibt ja Pioniere. Ja, aber du musst ja dein Land auch verteidigen. Die Missionsbesetzung musst du mit den Startsoldaten ankommen. Mhm. Bruh. Dann hast du am besten noch einen Gegner, der die ganze Zeit Converts raushaut oder halt jetzt hier Frieden stiften, wo du nicht mal die Rüstung oder so wieder bekommst. Also wenn ich das mache, dann muss unbedingt auch der Hauptmann-Buff noch durchgehen, dass er zumindest mal ordentliche Stats hat. So. Bauen wir mal den ganzen Shit hier. Ich sehe aber immer noch nicht, wo ich Wasser herkriegen soll. Also außer hier. Sag mir bitte, dass ich hier nicht das Wasser herkriegen muss. Es heißt, ich soll Magie einsetzen, also brauche ich Wasser in großen Mengen. So, das ist uncool. Da Wasser oder unten links. Okay, dann weiß ich ja, wo ich hin expandieren muss.
kann mich nicht erinnern, dass dieses notierte Dokument aus wie du machst alle davon nicht. Ja, weil ja auch alles, was ich sage, eine Verpflichtung ist. Oh, ein Priester. Dann wie bei Harry Potter mit dem Unbreakable Vow. Pass auf, wir gehen einfach mal mit einem Dieb dahin. Wir können auch mal ein Haus bauen. Versuche dich unter Druck zu setzen, damit du aus Protest nichts machst und dann statt Siedler Outer Wilds kriegst. Ich habe gestern schon wieder mit Schrecken festgestellt, dass ich immer noch 145 Spieler von der Demon-Liste habe und es ist noch eins dazugekommen. Weil Maurice Weber gestern Age of Darkness gespielt hat und das sah ganz interessant aus. Wenn das Spiel direkt heftig anfängt, wohlgemerkt. Als ob das mein einziger Zugang zu Magie ist. Beziehungsweise generell zu Nahrung. Bro. Also ich finde jetzt nicht, dass hier das so... What the fuck? Wie schnell seid ihr denn hier? Ich habe natürlich... Warum habe ich ausgerechnet da ein großes Wohnhaus hingesetzt? Das kann aber lange nicht bleiben. Aber wenigstens haben sie keine... Okay, sie haben keine Priester. Uff. Dann ist es vielleicht sogar machbar. Und dann sind die Hauptmänner auch gut, weil die nehmen natürlich durch die Rüstung viel weniger Schaden mit den Bogenschützen. Kampagne ohne Tempeltrick? Ja, das wird Teil von dem Longplay. Vegan, nur Fleisch, nur Hauptmänner. Nur Fleisch wird ja... Ja. Der größte Unterschied da wird halt echt, dass du dann auch kein Mana hast. Wobei, Mana kannst du haben über das Startmana vom Tempel. Und das brauchst du ja auch in einigen Missionen. Also, Dark 8 ist ja sonst komplett... unschaffbar. Wir können ja leider nicht den Pommesgrill mit zu der Bergkette mit dem Schnee nehmen. Warum ist eigentlich die als HP-Grenze 255 festlässt sich nicht weiter abheben? Weil
Ist es 8-Bit? Ist es 8-Bit, das, was nur 256 Werte haben kann? Es ist halt als Zahlentyp gespeichert, der nur von 0 bis 255 geht. Hätte vielleicht auch mal eine Kaserne bauen müssen. Ich komme gerade generell nicht so hinterher, wie ich müsste. Und jetzt haben wir hier so viel Platz. Was soll ich damit? Guckt euch das an, wir haben sogar Schwefel hier als Wikinger. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Okay, wir bauen mal die restliche Schwerindustrie hier. Interessant mit den HP, dass es hardcoded ist. Es ist nicht hardcoded in dem Sinne, aber du musst dich halt für den Zahlentyp entscheiden, wenn du eine Variable festlegst. Und ich glaube, das nächstgrößere wäre halt dann irgendwie 65.000 Werte und das hat, glaube ich, dann zu der Zeit einfach performance-technisch keinen Sinn gemacht. Wie wär's mit dem Umwandlungszauber für Schwefel für die Römer und Wikis? Ja, die haben ja aber auch schon Umwandlungszauber. Und auch schon recht gute. Ich fänd's nicht mal so schlimm, dass die keinen Schwefel nutzen können, wenn die Völker, die Schwefel nutzen können, das halt auch sinnvoll tun würden. Ich meine, die Trojaner haben es noch am ehesten, weil sie es in Eisen umwandeln können. Aber die Trojaner haben halt da echt leider eine Chance verpasst. Und ganz ehrlich, dass die Mayas Schwefel nutzen können, ist auch nur, weil irgendein Volk das Schwefelvolk sein musste. Weil, ja, Feuerspeier bei den Mayas, das ist halt schon hoch anachronistisch. Ich meine, man könnte die Schwefelmine für die Wikinger und für die Römer theoretisch umfunktionieren. Das geht schon. Ich kann durchaus ändern, was die ausspuckt. Es macht halt auf jeden Fall nur Missionen kaputt, wo du halt Schwefel zu Handelszwecken oder so erwerben musst. So, Axtkämpfer werden wir auf der Karte, denke ich, nicht brauchen. Was haben die Wikinger nochmal für einen Umwandlungszauber? Stein zu Eisen. Vor den Trojanern war Schäfer nur für Feuerspeier gut. Ja. Und in S3 waren es nur die Asiaten mit der Kanone. Ganz ehrlich, von beiden Spielen, die besten Schwefelnutzer sind wirklich die Amazonen. Und die wandeln es halt um. Mit dem Laboratorium. Ich finde, die Amazonen haben auch die sinnvollste Nutzung von Edelsteinen, weil Edelsteine halt, ich finde Edelsteine als Waren. Also ich finde sie cool, halt in dem, was sie sind, aber nicht in dem, was sie tun. Weil Edelsteine in S3 waren halt einfach nur Gold für Ägypter. Das doppelt so gut ist und ich halt nicht verarbeitet werden musste. Und das ist halt, finde ich, nicht gut gelöst. Also ja, es hat vielleicht ein paar Effekte gehabt, die für Siedler 3 Spieler und Siedler 3 Fans auch vielleicht auch begehrenswert waren, aber ich finde es designtechnisch nicht gut.
So, wir sollen Magie einsetzen, aber für was, frage ich mich. Edelstein nur für die Ägypter, bis dann die Amazonen kann. Die Amazonen nutzen ja auch Edelstein nicht für Kampfkraft. Minen andere Sachen als Schwefel ausgibt, das macht wenig Sinn, wenn man sie trotzdem auf Schwefelfeldern setzen muss. Das ist korrekt. Wobei man sie durchaus als schlechtere Goldminen hätte fungieren lassen können, weil sie halt Fleisch brauchen. Aber ja, es gibt da keine Konstellation, die nicht irgendwie weird ist. Schwefel als Dummy-Rohstoff beibehalten, den man map-spezifisch Nutzen geben kann. Ja, das ist tatsächlich auch noch mit seinem größten Nutzen, leider. Aber außerhalb von solchen Szenarien ist es halt leider Dead-Content. Und das sehe ich halt überhaupt nicht gerne. Würde man die Schwefelmine verschiedene Sachen ausgeben lassen? Nein. Ich kann nur die bestehenden Input- und Output-Slots ändern. Aber ich kann nicht sagen, dass zum Beispiel die Eisenschmelze, die jetzt auch noch irgendwie Golderz brauchen soll. Also nicht zusätzlich zu den beiden Rohstoffen, die schon drin sind. Ich habe tatsächlich mal probiert, ob man zum Beispiel die Munitionsmanufaktur von den Römern auch zu einer Quälerei umfunktionieren könnte. Oder? Was? Nee, Quälerei würde gehen. Das war was anderes, was ich machen wollte. Irgendwas habe ich versucht, da drin zu machen, was einen zweiten Input-Slot gebraucht hätte. Aber ich glaube, die Slots sind halt, also es erscheint zwar, aber er wird nicht angesprochen. Also da wird nie jemand was rausholen. Selbst wenn ich die Arbeitsanimation entsprechend anpasse. Beziehungsweise wenn ich das versuche, dann gibt es halt auch, ich glaube, dann gab es auch zum Teil Crashes. Also alles nicht so gut. So, solange der Gegner mich jetzt nicht versucht, hier reinzusiedeln, ist ja alles okay. Hat das nicht was mit der Lehmproduktion zu tun? Was? Ich glaube, dass ich einen Bot gemacht habe, der hochzeit, wenn jemand die Schwefel... Was? Er versucht damals... Kann sein, dass ich das mal als Anschauungsobjekt in dem einen Video benutzt habe, aber ich glaube nicht, dass ich da groß Slots reingemoddet habe, weil das halt wie gesagt nicht funktioniert. So, aber zumindest die Sachen, die hier schon stehen, möchte ich aber auch schon nutzen. Das heißt, wir brauchen mal 6 Honigwinzer rein. Was ist das mit der Schmelze? Genau, ich habe es mit der Schmelze gemacht. Ich hätte den Förster vielleicht vorher schon mal bauen sollen, dass der auch Dinger hat. Ah, super, mir fehlen Hämmer. So, wir brauchen auf jeden Fall Spitzhacken. Und mal ein Lager für Werkzeuge. Make Schwefel great again. Hätte man die Rucksack-Katapult nicht Schwefelsäure werfen lassen können? Ich finde, es hätte interessant sein können, wenn man sagt, dass die Trojaner eine Form des griechischen Feuers kannten. Das hätte, finde ich, mehr Sinn gemacht, als dass irgendwie so ein kleiner Stein irgendwie dann in einem Radius von 10 Metern alles damaged. Und dann hättest du halt einen Grund gehabt, die Rucksackkatapulte oder welche Vorrichtung es auch immer ist, halt mit Schwefel herstellen zu lassen in der Pfeilmanufaktur.
Jemand wollte wissen, ob Schwefel in HGLG vorkommen würden, was der Nutzen sein wird. Von den drei Völkern, die wir im Moment anstreben, gäbe es halt im Moment keins, was Stand jetzt Schwefel verwenden würde. Weil Römer, Ägypter und Wikinger haben alle keine Vergangenheit damit. Aber ich sag mal so, für Missionen, die ohne Schwefel designt sind, macht es auch keinen Unterschied. Und ansonsten muss man halt im Nachhinein halt den Map-Generator ein bisschen anpassen, dass der halt auch Schwefelvorkommen generiert. Das ist halt keine Riesensache. So, die Pioniere arbeiten noch. Komm, baut mal die Häutensatz zu Ende, bitte. Die alten Ägyptern. Ja, zum Teil. Also die Römer haben es auch für. Für religiöse Zwecke, glaube ich, eingesetzt, weil ich glaube, sie haben, glaube ich, damit teilweise Räume geräuchert, um böse Geister zu vertreiben oder sowas. Also, da muss man gucken. Also, ich sag mal so, eine Forschung für ein Gebäude, was jetzt auch nicht unbedingt weltbewegend ist, würde jetzt alleine, finde ich, keinen zusätzlichen Rohstoff rechtfertigen. Aber wenn man es im Nachhinein einfügt, kann man natürlich auch gucken, ob es vielleicht ein paar Einsatzzwecke für die anderen Völker gibt. Ist eine Überarbeitung der Belangsräte eigentlich noch Teil von Ubo oder ist das? Es gibt Pläne, aber nicht die Möglichkeit, sie umzusetzen. Warum wurde Schwefel eigentlich generell in das Spiel gebracht? Frag mich was Leichteres. Also in Siedler 3 hat man sich ja schon schwer getan, aber da hat man sich halbwegs noch hinbekommen. Bei Siedler 4 hat man es, glaube ich, einfach nur reingemacht, weil es das in Siedler 3 schon gab. Andererseits hat man ja auch Edelsteine nicht übernommen. Wie werden wir den Kapitalismus? Ich hab gesagt, was Leichteres. Einfache Antwort, indem wir eine Überflussgesellschaft, eine Überflussgesellschaft erschaffen. Das ist nämlich das Ding, was die Leute nicht kapieren, wenn sie über Star Trek reden und meinen, die Föderation sei ein kommunistischer Staat. Edelsteine, wofür waren die? Die waren für die Ägypter, das, was Gold gemacht hat. Also Gold war für die Ägypter nur halb so wertvoll mit der Kampfkraft. Und dafür hatten sie halt Edelsteine, die ja doppelt so gut waren und nicht verarbeitet werden mussten. Ich hoffe, dass Schwefel einfach ohne jeglichen Nutzen einfach fürs Meme im HGL gekommen. Ich sag mal so, Age of Empires hat ja zum Beispiel auch Gebäude und Einheiten, die es nur im Szenario-Editor gibt. Und wenn man sowieso vorhat, einen Rohstoff später hinzuzufügen, macht es ja auch Sinn, was praktisch zumindest schon mal als Placeholder reinzumachen. Schwefel einfach Öl einfügen, dann als erstes und für die Amerikaner. Endlich was. Okay, Chat wird gerade wieder absolut wild. So, da kommen die Römer. Aber doch, die haben sogar Priester. Mensch. Aber sie wasten. Ah, okay. Das mit der Kaserne ist jetzt gut, weil da wasten sie ihre Zauber.
So, mal kurz alle Werkzeuge einlagern. Wir hätten auch mal vielleicht die Burg besetzen sollen. Überlege, ob wir eine Kampagne machen können, wo es um verschiedene Ideologien geht. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen das, was mit dem Sita 5-Entwurf drin, da mit dem Magie gegen Forschung. Allerdings war auch 5 nicht klar, dass ich nicht eins davon als überlegen darstellen will. Also zumindest nicht als klar überlegen. Weil, auch wenn ich bin ja selber Atheist, so ist es nicht, aber. Wir reden bei Siedler dann auch von einer Welt, wo bekannt ist, dass es die Götter wirklich gibt und dass sie Auswirkungen auf das Leben der sterblichen Menschen haben. Okay, hier ist noch ein Haus fertig geworden. Okay, Blau hat einmal angegriffen, aber produziert auch nichts. Egal, ob es Götter gibt, die werden einfach gestürzt und enteignet. Ich sehe schon, dass du deinen inneren Robespierre auslebst. Wobei die Götter ja auch zumindest nicht durch menschliche Mittel getötet werden können. Ich habe halt nur die Implikation gerne drin, dass halt die Götter irgendwann aufhören würden zu existieren, wenn sie halt niemand mehr verehrt. Spellforce habe ich tatsächlich nicht gespielt. So, wollen wir noch mal ein bisschen Schwerindustrie aufbauen? Ich stelle mir mal irgendwo hin, wo du sicher bist.
Gute Nacht, ihr Austria. Ruhig deinen gewissen Song über das Heiligenhaus. Oh, jetzt kommt hier der Beichtvater. Lager. Die Idee, dass Götter verschwinden, wenn nicht mehr an sie glaubt, ist interessant. Sich die Frage stellen, ob sie erst angefangen zu existieren, nachdem sie geglaubt hat. Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wobei, nicht, es geht hier nicht um Glauben, es geht um Verehrung. Das ist ein Unterschied. Wenn du sagst halt, dass wir wirklich einen Obergott haben wie ihn in Siedler, der dann die anderen Götter erschaffen hat und die dann sich praktisch aus so einem Menschen-Template sich ihr Schutzvolk geschaffen haben. Dann haben wir auch kein Henne- oder Ei-Problem. Ja gut, jetzt, wo ich die ganzen Honigwänze rein habe, fehlt mir Wasser, das stimmt. Ich kann da oben halt leider nicht noch ein Wasserwerk hinsetzen. Also, das hier ist maximal bescheuert. Aber zum Glück haben wir auch noch Brot, so ist es nicht. Fast 300 Soldaten und dass die KI aber auch dann immer mit so kleinen Gruppen ankommt. Ich meine, die KI weiß ja auch, wie viele Soldaten man hat. Und theoretisch auch was für Soldaten. Und dann kommt sie mit so einer kleinen Gruppe, wo die Hälfte noch irgendwie Level 1er sind. Ich meine, sie kriegt ja durch Ubo noch den Vorteil, dass wenigstens die Zauber ein bisschen reinhauen. Vor allem die Buff-Zauber. Okay, Grün und Gelb produzieren auch tatsächlich. Ich frage mich einfach, warum Menschen kein Problem mit der Forschung als allmächtige Wesen haben, das einem allen vorschreiben kann. Da ging es ja auch, viele der ganzen Götter müssen sich aber erstatten, um Naturphänomene zu erklären. Und dann kommt noch die Vorstellung dazu, dass Menschen halt von Natur aus als fehlerbehaftet sind.
und deshalb mit absoluter Macht auch nicht umgehen kann. Ich meine, selbst wenn man sich die griechischen Götter anguckt, die sind ja auch, die haben ja im Prinzip nochmal menschliche Züge halt komplett übertrieben. Man sieht es ja auch in den so in griechischen, also altgriechischen Tragödien und so, oder auch generell in so einem Heldenepos, dass der Held halt immer diese perfekte Figur ist. Und wenn dann jemand wie Herakles seine komplette Familie abmurkst, dann liegt das halt nicht daran, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, sondern dass er halt von Furien besessen ist oder sowas. Was irgendwie, glaube ich, in diesem Mythos, glaube ich, auch irgendwie 10-mal passiert ist, gefühlt. Aber zumindest sind Familien ja komplett ersetzbar. Da waren die ersten Götter. Frag mich was Leichteres. Dazu müsste man vielleicht wissen, wie die Religion in Mesopotamien aussah, weil das als die älteste menschliche Zivilisation gilt, von der wir wissen. Wobei mit Blick auf Siedler 5 die Atlantiden noch älter gewesen wären. Ach, da fängt noch nicht mal die kognitive Dissonanz an bei Religion. Also, wenn ich bedenke, wie viele Sekten und Kulte es gibt, die sich auf Jesus berufen, aber halt dann Mitglieder verstoßen, weil sie in irgendeiner Weise gesündigt haben oder so. Und ich denke mir nur so, Leute, euch ist aber schon klar, dass Jesus Ding war, dass er gezielt Kontakt zu Sündern gesucht hat. Also all den Leuten, mit denen niemand reden wollte und mit denen niemand Zeit verbringen wollte. Eine Abskämpferstatue neben den Aussichtsturm und den Gelben ein bisschen zu provoziert. Die Idee gefällt mir. Okay, jetzt fallen meine Hauptmänner langsam auch dem Convert-Zauber zum Opfer. Jesus überhaupt existiert hat. Also daran habe ich nicht mal so gewaltige Zweifel. Spielt aber auch keine riesige Rolle. Es geht um das, was über ihn überliefert ist. Aber da sieht man halt auch, also ganz ehrlich, wenn dann irgendwann mal irgendwer einen Traum von Jesus hatte, in der Jesus gesagt hat, bring und den um, und das wird dann über das gestellt, was Jesus angeblich zu Lebzeiten gesagt und getan hat. Ja, also dann ist dann der Punkt, wo dann die Fanfiction von irgendwem dann einfach unkritisch übernommen wurde. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich sollte vielleicht auch mal noch einen Tempel bauen, dass wir gleich ein bisschen Priesterersatz haben.
Man sollte Glauben den religiösen Kontext zu Hoffen ändern. Ja, das trifft es vielleicht sogar ganz gut. Ich glaube, langsam brauche ich auch mehr Bautrupps. Irgendwo habe ich nochmal Schaufeln gefunden, wie ich feststelle. Stopp. So, zurück. Ah, okay. Also anscheinend, wenn man den Typ, der einem verfolgt, verzaubert, dann ist vorbei, dann kommt ein neuer. So viel dazu. Ich würde nicht mal unbedingt Jesus unterstellen, wenn es so jemanden wirklich gab, dass er bewusst getäuscht hat. Aber sowas wie das Brot, das er geteilt hat. Vielleicht hat er einfach auch wirklich den Leuten so gut zugeredet beim Essen, dass sie sich halt satt gefühlt. Also du kannst ja jemanden auch, also es geht wohl tatsächlich, du kannst Leute betrunken machen, ohne dass sie Alkohol zu sich nehmen, weil du sie einfach nur entsprechend glauben lässt. Dann verhalten sie sich auch wirklich, als wären sie betrunken. Und ich sehe nicht, warum das nicht theoretisch auch damit funktionieren sollte, dass du Leuten halt das Gefühl gibst, sie hätten Festmahl gegessen, obwohl sie halt wirklich halb so ein kleines Brot gegessen haben. Ich würde nicht mehr unbedingt von Wahnvorstellungen ausgehen. Und dann so Sachen, dass er irgendwie Blinde also das waren dann wahrscheinlich einfach die Sachen, also das muss nicht mal er selber in die Welt gesetzt haben. Das, vielleicht hat er mal irgendwem geholfen, auf irgendeine Weise, also jemand, der krank war, und das hat sich dann so rumgesprochen, dass das dann so übertrieben wurde. Also eine bewusste Manipulation ist da, finde ich, nicht mehr unbedingt nötig. Ich sag mal so, wenn du Leute in der Weise manipulierst, was die dazu führt, dass sie sich besser verhalten und was Gutes tun, ist das jetzt auch, finde ich, nicht das Schlimmste auf der Welt. Also da wird das auch schon ganz anders missbraucht. Als ob die sich jetzt schon wieder hier rein sind. Leute, ihr könnt mir hier nicht reinsiedeln. Jetzt haben wir gerade schon wieder so einen riesen Goldüberschuss. Wieso produziere ich die ganze Zeit Gold über? Ich meine, wir können es mal nutzen, aber ich glaube, das
Beste ist es tatsächlich, wenn ich mal anfange, vier Objekte zu investieren. Und dann anfange, hier mal meine Woodline zu schützen. Ist einfach versehentlich zum Heroin gegriffen. Das hat gerade schnell eine dunkle Wendung genommen. Du beschreibst gerade das, was unter anderem auch Schamanen und so je nach Kultur auch machen. So, das wird jetzt aber dezent uncool, wenn die da wirklich den Turm zu Ende bauen. Okay, es gibt tatsächlich auch nur noch diese Priester. So, blockiert bitte diesen Turm. Jetzt ist der einfach mitgelaufen. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich die ganze Zeit Hämmer brauche? Kein Wunder, dass ich zu wenig Waffen produziere und meine Goldproduktion total over ist. Ich sag's ja, irgendwann nimmt man einfach diese Nachrichten hier nicht mehr wahr.
Ah, das dritte Set ist sogar schon fast fertig. Nur noch dieser eine Stein, sie zu knechten. Und sind wir einfach schon, dürfen wir schon bei 130% Kampfkraft sein. Ja, 129. Das Spiel muss mich jetzt natürlich alt aussehen lassen. So, wir bauen mal kurz die zusätzlichen Türme hier. Das ist schon als nächster Gott vorgeschlagen. Ja, es wird langsam auch mal Zeit. Wo sind eigentlich meine Pios? Immer noch hier. Ich glaube, langsam wird die da oben nützlicher. Ach, ein paar haben es sogar bis hierhin geschafft. Wenn sich jetzt noch mal, mein Holz kurz erholen würde, das wäre toll. Ja, was denkst du, wofür ich den Kanal gemacht habe? Ich werde demnächst hier so ein Fernsehprediger wie in den USA. Yippie! Was ja, die sind ja auch absolut wild. Das gibt's auch gefühlt nur da. Wobei gut, ich meine, es gibt auch in Deutschland gibt's ja auch Bibel-TV, aber das ist ja nichts dagegen. Ich glaube, das Schlimmste, was Bibel-TV verbrochen hat, ist der Jesus-Tanz. Wie viele Schwefelminen sind wir im Moment? 2. Nur jetzt noch so, mir darf man keine Macht geben, jetzt mach mich zum neuen Gott. Ja. Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich habe halt nicht behauptet, dass ich mit dieser Macht verantwortungsbewusst umgehen werde. Na komm, baut den mal. Du findest nichts mehr. Das ist nicht gut. Jetzt haut er aber uncharakteristisch rein hier mit 2 Angriffen und er bufft sich einfach komplett mit Schild hoch. Thank you.
Wait, aber wir können das ausnutzen. Wir können das total ausnutzen hier. So, ganz ehrlich, für mein Holzproblem machen wir gerade mal das hier. Schwefelmine, jawohl. Vielleicht sollte ich auch mal ein Schwefellager bauen. So wenig, ja, absolut schlimm hier. Haben wir die 8 Standards mindestens ein bisschen hochgesetzt? Ach, warum? Waren doch nicht so viele. Warum ist das hier die einzige Wasserquelle? Wirklich fies. Die KI hat auch wirklich sehr komische Strecken, die sie geht. Aber das Geile ist, jetzt kommen die ständig hier hin. Und auf der anderen Seite haben wir hier halt unsere volle Kampfkraft. Während er hier mit seiner defensiven Kampfkraft kämpft. Also eigentlich ist traden wir hier sogar besser. Und da das keine Angriffstrupps sind, sind auch keine Priester dabei. Den heiligen Stamm beim großen Tempel, hier. Ich muss auch langsam mal das nächste Set Ciris in Auftrag geben, aber das Problem ist, dass wir halt immer noch kein Holz haben. Jetzt kommen sie natürlich alle einzeln lang. Wo ist der eine Priester? Okay, hier drüben.
Also so wie hier die Truppen ankommen, habe ich eigentlich Lust, Gelb mal gezielt zu provozieren. Okay, langsam pendelt es sich auch ein mit den Sachen. Das vierte Siri-Set ist fast fertig. Nummer 5 können wir dann bald auch, glaube ich, einen Auftrag geben. Da noch ein Park. Den Song Ihr Exzess mit deiner Stimme covern. Nein. Gibt es euch noch eine S4-WM? Nein, weil es niemanden gibt, der bereit ist, die auszurichten, weil das beim letzten Mal schon absolut Cancer war. Es gibt im Moment das Siedler 3 2 gegen 2 Turnier. Will ich wissen, wo ich die Hintergrundmusik von dem Song herkomme. Wie es in der Beschreibung steht, weiß es niemand. Ja, kommt alle hier hin. Hier, wo ich schön viel Kampfkraft habe und er mit seiner defensiven Kampfkraft kämpft. Ich sehe nichts, was da schief gehen könnte. Aber die muss doch genutzt haben. Die Stimmen. Hä? Die Stimmen waren halt aus diesen Dokus. Beziehungsweise nicht mal das, also den Song habe ich ja nicht gemacht. Ich habe hier nur das Hintergrund, ich habe daraus nur das Musikvideo geschnitten. Oh, jetzt habe ich den Turm tatsächlich erobert. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber okay. Dann haben wir jetzt die KI getriggert. Mal gucken, was jetzt kommt. Auf, das ist kein Albtraum wie Schwefelminen von gestern Abend. Nein, tatsächlich nicht.
So, du findest keine Bäume mehr. Ist jetzt aber auch langsam mal gut. Du hast nur mal die Augen aufzumachen. Du genauso. Langsam wird's eng mit Fleisch. Also bisher ist es noch sehr ruhig. Wie viel Land besitzen wir? Okay, Blau besitzt einfach 2%. Jetzt auch mal ein Multi-Damage in S4 selten. Oh, wer kommt denn da? So direkt von zwei Seiten, wie nett. Das Ding ist, selbst wenn das jetzt jemand einlösen würde mit dem Multiplayer-Match, wüsste ich halt nicht, wann ich das machen soll im Moment. Und so macht Gelb einen Nosedive. Jetzt müssen wir nur noch das gleiche mit Grün machen. So, da bin ich mal gespannt, was gleich von Grün kommt. Wenn ich die DV-Mechaniken für den Multiplayer ausgelegt habe und nicht meine erste Map dafür habe, dann spielen gegen einen. Moment, DV gegen DV oder DV gegen normales Volk? So, wir machen jetzt einfach Häuser-Spam. Ich gehe mal davon aus, dass du dann das dunkle Volk spielen wirst.
Was bin ich gegen spielen, das als erstes TV. Ich meine, das dunkle Volk kann man, glaube ich, auch ganz gut auf Situationen skalieren, wo halt ein Team mehr Spieler hat. Das finde ich tatsächlich auch echt interessant. Moment, Blutrausch. Das wollte ich nicht. Und jetzt kommt der Priester da nicht raus. Das ist ein richtiges 5-Match, das stimmt. Ja, Creative, dann hast du ja was zu tun. DV gegen DV wäre mein aktueller Einstellung einfach echt fies. Imagine, dass einfach alle Pilze am anderen ab. Stimmt, weil, ja, du kannst ja überall, wo dunkles Land wirst, könntest du die Sachen einsetzen. Okay, Gelb erholt sich schon wieder. Ich glaube, wir greifen einfach direkt mal Grün an. Da soll ich jetzt eine 5-Völker-Multiplayer-Karte machen? Ja gut, da muss man sich aber auch darauf auslegen, dass halt 4 gegen 1 ist, ne? Oder 2 dunkle Völker im Chor. Oh, was haben wir denn hier? Ist das etwa ein unbewachter Turm? Sind das etwa unbewachte Minen? So, wir gehen jetzt mal voll auf Shared-Key-Produktion. Wer soll die denn alle umsetzen? Jetzt kennst du mein Dilemma. Ah, guck mal, hier oben ist die Schwerindustrie von Grün. Thank you.
So, ich glaube, wir können, oder? Sehen wir uns zurück. Übrige örtlichen Regeln. Moment, PT mit einem dunklen Volk ist halt komplett RIP. Das dunkle Volk muss raiden dürfen. Das sieht aus, als könnte da die Kaserne sein. Ja, das sieht nach Kaserne aus. Wollen wir die mal blockieren? Oh, da kommt ja Gelb. Mensch, die KI hilft sich ja sogar mal gegenseitig. Sieht man auch nicht allen Tagen. Die Map kreuzen wir und das ist dunkel in der Mitte, sind die anderen vier außen. Ja, das klingt wahrscheinlich am sinnvollsten. Muss man natürlich nur gucken, ob man vielleicht auch irgendeine Form der Kooperation zwischen den Spielern erlaubt, dass die auch ein bisschen zusammenspielen. Vielleicht, dass man ihnen halt relativ einfachen Handel ermöglicht. Weil ich glaube, auf einer DV-Karte kann ich mir vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, wenn halt einer dem anderen relativ leicht Werkzeuge rüberschicken kann, dass halt einer nicht gesoftlockt wird. So, das Tolle ist, wenn man einmal die KI raidet, dann kriegt man halt so viel Nahrung. So, aber wir müssen ja nicht alles zerstören. Wir müssen ja nur schauen. Dass wir grün aus der Ich würde versuchen, grün außer Gefecht zu setzen und dann auf blau gehen. Passt maximale Kampfkraft. Ich will einfach Orte, wo man den Hafentrick nutzen kann für Teleport. Ja, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch das Sicherste, dass dir da nichts glitscht. So, die Bogenschützen können ja zumindest schon mal den, die Kaserne blockieren. Das ist einfach ein unbesetzt. Hier sind natürlich unbesetzte Türme.
Nur die Wikinger und Römer kriegen Schäfer, damit sie es denen geben können, die es brauchen. Es braucht ja immer noch niemand. Aber man könnte eine Mechanik für die Verbündeten einbauen mit Schwefel. Dann hast du auch direkt eine Teamrolle. Warum sind die Völker fest für die Verbündeten oder nicht? Oh, guck mal, noch eine Kaserne. Wollen wir die nicht mal snacken? So, jetzt holen wir uns das hier aber auch. Hier liegt so viel Zeug rum. Was wir mit dem Schwefel gegen das Volk tun, weiß ich aber noch nicht. Man könnte es ja, man kann ja alles Mögliche machen, dass du da das irgendwie opfern kannst. NPC-Handel geht auch. Nach den New Maps oder gibt es noch andere? Das Mapper gibt es genug, so gibt es es nicht. Es gibt nicht wirklich viele, die halt die neuen Features von Warrior's Lab nutzen. Es gibt Möglichkeiten, dass du die Völker für die Menschen auch einstellbar machen kannst. Aber dann hast du halt auch, wenn du mit Schwefel irgendwas machst, aber nur zwei Völker da drankommen, dann hast du natürlich auch direkt eine Teamrolle. Die Frage ist halt auch mit den ganzen Skriptbefehlen, die so ein Volk halt braucht, ob das im Multiplayer halt reibungslos immer funktioniert. Es muss ja nur an einer Stelle mal irgendwie falsch laufen und dann ist halt nichts mehr synchron. Map-Monopol. Weint in Map-Source. Aber ja, ich bin halt auch jemand, ich bearbeite halt eher Karten, als dass ich, weil zum Beispiel hier Umgebungsdesign kann ich gar nicht. Ich finde es halt eher interessant, Maps irgendwelche coolen Script-Gimmicks zu geben. Macht nicht, ich bin die Galette und unser Beruf ist Gott erfolgreich. What?
Ach ja, Creative, wusstest du eigentlich, dass in meinem Monster Remaster es auch eine Genocide Route gibt? So, wir holen uns mal gerade die Kasernen. Aber ich glaube, der Weg führt uns da lang. Man sieht, wenn man das DV auf der Karte auch auslöscht. Ja. Was du ja kannst, weil es ist technisch gesehen, glaube ich, verbündet. Du teilst halt nur nicht deine Sicht. Aber du kannst ja trotzdem mit dem Priester, beziehungsweise gerade weil dich die Flammen nicht verletzen, kannst du halt mit dem Priester hingehen und oder mit Gärtnern und das alles begrünen. Und dann ist die Map so nach dem Motto, warum? Ist verfeindet. Ja, ist gut, das macht auch mehr Sinn. Aber ja, wenn du halt mit der Fähre rübergehst und, du musst halt schon extra hingehen, aber ich wollte es halt drin haben für den Fall, dass der Spieler das macht. So kurz vor Schluss wird klar, irgendein Spieler wird das bestimmt versuchen und dann sollte halt auch irgendwas passieren. Kriegst dann halt so eine Nachricht nach dem Motto, was zur Hölle? Und das Web-Gimmick funktioniert dann halt auch nicht mehr. Weil das ist ja direkt an die Mana-Produktion gekoppelt, die das dunkle Volk dann auch hat. Die Dunklen wollen sich auf dem Kontinent raushalten und halt auf Nina und auf die Insel kommt. Genau, weil sie halt einfach nur. Die machen einfach nur ihr Ding mit den Runensteinen da. Was außerhalb der Insel passiert, interessiert sie halt nicht. Ja, es hat auch so ein bisschen dann leichte Undertale-Vibes. Pacifist-Run auf deine DV-Map. Okay. Du schenkst, schließt dich einfach den Piraten an. Ich meine, dass die Piraten den meiner Copter nicht haben wollen, ist sowieso so ein bisschen weird. Das erinnert mich so ein bisschen an das versteckte Ende aus Far Cry 4. So, einmal die Bogenschützen rein. Boah, warte, wir sollten vielleicht vorher noch den gelben Turm da erobern. So, wir könnten gleich nochmal Geschenke spammen, aber wahrscheinlich kommt da wieder nichts Sinnvolles bei rum.
Verfolgt, was du am liebsten spielst. Nicht wirklich. Also gerade jetzt mit Ubo mag ich eigentlich alle. Ich habe halt die Trojaner in der WM gespielt, weil sie da halt die Underdogs waren. Und die Trojaner haben halt auch so ein bisschen, weil sie einfach das Add-on-Volk waren. Das war, ich war halt voll geflasht, als mein Vater dann das Add-on angeschleppt hat. Ich dachte jetzt, Moment, wie? Es gibt Erweiterungen für Spiele? Und da ist jetzt ein neues Volk drin? Aber ansonsten, ja. Und beim dunklen Volk finde ich halt eher noch spannend, was man halt noch alles reinbasteln kann. Ja, aber jetzt brauchen wir gleich Blutrausch. Vor allem, wie viele Hauptmänner hier stehen. Kein Wunder, dass Blau auch nur einmal angegriffen hat. Den Rest kann gleich, aber... So, ihr kommt hier rüber. Hier sind auch nochmal. Und damit Blutrausch sollte das eigentlich gehen. Oh, da ist das Schloss. Blutrausch ist schon sehr geil in solchen Situationen. Okay, damit ist die Wikinger-Kampagne abgeschlossen und damit fehlt uns jetzt auch nur noch eine einzige Kampagne von den nicht, also danach kommen noch Einzelspielerkarten, aber also auch jede Menge Einzelspielerkarten, aber ansonsten fehlt nur noch die Trojaner-Kampagne von den großen Feldzügen, dann haben wir eigentlich schon alles an offiziellen Kampagnen durch. Hala Jaguar, danke für den Cheer und ich danke auch generell fürs dabei sein. Ich habe jetzt, glaube ich, Material für
ja, 4 Missionsguides. Wie gesagt, Sonntag muss ich mal gucken, was ich da streame. Und beim nächsten Siedler-Streamer noch immer der ist. Dienstag wird wahrscheinlich noch nicht hinhauen. Wäre dann das Drei-Völker-Longplay. Und dann hoffentlich bei der nächsten Gelegenheit auch die Drei-Völker-Vegan-Challenge. Anyway, mal gucken, wie wir das dann lösen. Bis dahin.